Liebe Schreibtischstrategen, hier ist euer Steinballen mit einer Art Neustart dieses Kanals. Ab sofort gibt es hier in lockerer Folge kleinere Videos zum Thema Strategiespiele, mit denen ich euch über bevorstehende Veröffentlichungen informieren, Neuigkeiten zusammenfassen und am Spielehorizont nach aufsteigenden Sternen des Genres Ausschau halten werde. Strategie verstehe ich dabei großzügig neben der klassischen Runden- und Echtzeitstrategie, gehören für mich auch Aufbau- und Wirtschaftssimulationen dazu. Ich denke, das entspricht nicht nur meinem, sondern auch eurem Spielverhalten. Aber genug der Vorrede, los geht's mit dem Lagebericht Mai. Was erwartet uns im Wonnemonat? Sieht eigentlich noch irgendjemand durch bei der Men of War-Serie? Nach dem Release des Mutterspiels 2010 erschienen nacheinander Men of War Red Tide, Men of War Soul Squad, Men of War Vietnam und Men of War Condemned Heroes. Alles keine DLCs, sondern eigenständige Spielversionen. Nun kommt also der nächste Teil über uns. Men of War Soul Squad 2 heißt dieser. Die Early Access Version als Beta ist schon seit Mitte März bei Steam erhältlich. Die Fans der Serie, und da gibt es einige, die das Spiel vehement gegen die Konkurrenz, Stichwort Company of Heroes, verteidigen, werden vermutlich auch dieses Sequel lieben, denn Men of War ist eines dieser Spiele, die erst auf den zweiten Blick zu glänzen beginnen und dann aber richtig. In jedem Fall ein Spiel, auf das man sich intensiver einlassen muss. Was die Reihe auszeichnet, ist insbesondere die taktisch nutzbare Physik sowie in Echtzeit berechnete Sichtlinien. So kann man zum Beispiel erstmal einen Baum sprengen und sich dann hinter dessen Überresten in Deckung bringen. Aber was ist nun neu an Soul Squad 2? Laut Entwickler soll die Grafik verbessert worden sein. Natürlich gibt es neue Multiplayer-Maps sowie einen neuen 8-Spieler-gegen-8-Spieler-Modus. Klingt alles in allem so, als würde das Bewährte bewahrt werden. Ob das Ganze allerdings 25 Euro wert ist? Wer kann das schon ermessen? Fans der Reihe werden zugreifen, schon mit Blick auf den Multiplayer-Modus. Für Neugierige vielleicht der richtige Moment zum Einsteigen. Ab dem 15. Mai werden wir es erleben. Einen Eindruck vom Multiplayer-Spiel gibt es übrigens auf dem Kanal von Review GameX. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Reinforcements have arrived. Kennt jemand von euch dieses Spiel hier? Ein Tipp. Es erhielt den Deutschen Entwicklerpreis für das beste Konsolenspiel des Jahres 2008. Na, wer jetzt Bescheid weiß, und das meine ich ganz ohne Häme, ist wahrscheinlich ein Nintendo DS-Spieler. Denn hier seht ihr einen Screenshot des Spiels Panzer Tactics. Aber warum erzähle ich euch das Ganze? Weil nun, also nach 6 Jahren, am 22. Mai das Spiel in einer Fassung für iPad und PC erscheinen wird und es deshalb jetzt Panzer Tactics HD heißt. Die Grafik ist für meinen Geschmack etwas zu niedlich geraten. Offenbar wollte und oder konnte man sich von den Nintendo DS-Wurzeln nicht ganz trennen. Unter der Oberfläche jedoch verbirgt sich taktisch anspruchsvolle Hexfeldstrategie à la Panzergeneral oder Panzerkorps. Ja, die wesentlichen Spielprinzipien scheinen sogar direkt von diesen Klassikern übernommen worden zu sein. Es gibt weiche und harte Bodenziele sowie Luft- und Seeeinheiten mit den entsprechenden Angriffs- und Verteidigungswerten. Es gibt Bewegungspunkte, Sichtweiten und die bekannten Gelände- und Wettereffekte. Mit Prestige kauft man Kerneinheiten, die an Erfahrung gewinnen und die man von Mission zu Mission mitnehmen kann. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben am Leben. Selbst die Missionen, zumindest der deutschen Kampagne, scheinen denen von Panzergeneral und Panzerkorps zu ähneln. Aber auch Neues gibt es zu entdecken. So kann man den Einheiten Offiziere zuweisen, die spezielle Fähigkeiten haben, zum Beispiel indem sie die Verteidigungsfähigkeit oder die Reichweiten der Einheiten erhöhen. Diese Offiziere können wiederum nur von Kommandotruppen getötet werden, mit denen man hinter der gegnerischen Front operiert. Für Hexfeldstrategen lohnt es sich also einmal genauer hinzuschauen. Wenn ihr mögt, gerne auf diesem Kanal. In den nächsten Tagen gibt es von mir ein Video, in dem ich die Beta-Version einmal intensiver unter die Lupe nehmen werde. Kann man über Tropico reden, ohne den Begriff Hobby-Diktator zu verwenden? Ich werde es mal versuchen.
Also man hatte sich gerade daran gewöhnt, dass es ein Teil 4 der Diktatoren-Simulation gibt. Da kommt nun auch schon Tropico 5 daher. Das sieht aber wie zugegebenermaßen sehr vielversprechend aus, denn die Entwickler haben sich diesmal wirklich etwas Überraschendes ausgedacht. Nicht etwa eine Diktatur unter Wasser oder ähnliches. Da kann man ja auch schlecht Zigarre rauchen. Nein, ganze 4 Epochen Willkürherrschaft auf einmal dürfen wir diesmal spielen. Zuerst als lokale Vertreter einer europäischen Kolonialmacht, von der wir uns natürlich lossagen müssen. Dann als Diktator während der Weltkriege, was profitablen Handel verspricht. Ab 1950 erwartet uns der Kalte Krieg, wo wir entweder den kommunistischen oder den kapitalistischen Pfad einschlagen dürfen. Und schließlich bricht die Moderne heran. Hier sind die Diktatoren der neuen Zeit gefragt. Menschenrechte werden angemahnt, Touristen dürfen nicht verschreckt und die Technologien des 21. Jahrhunderts sollten auch nicht verschlafen werden. Am Ende hat man dann 200 Jahre Diktatur auf dem Buckel und darf sich als wahrer El-Präsident aufs alten Teil zurückziehen. Aber bitte vergesst nicht, die 8-stündige Abschiedsrede zu halten und am besten zeichnet ihr sie gleich auf und ladet sie auf YouTube hoch. Das wäre doch übrigens nochmal ein Hinweis für die Entwickler, sowas, so ein Feature einzubauen. Am besten noch verbunden mit einer Steam-Errungenschaft, die längste Diktatorenrede aller Zeiten gehalten. Aber zurück zum 5. Teil. Zum Glück erfolgen die Übergänge zwischen den Zeitaltern nicht aufgrund einfachen Zeitablaufs, sondern man muss bestimmte Ziele erreichen, ehe man in ein neues Zeitalter, in eine neue Epoche vorstößt. Für alle Hobby-Tyrannen, die gemütlich vor sich hin regieren wollen, sicher eine gute Nachricht. Ansonsten scheint auch der 5. Teil vom Augenzwinkern, dem tropischen Bananenrepublik-Flair und den grundsoliden Aufbau- und Wirtschaftselementen der Serie zu profitieren. Im Detail gibt es natürlich weitere Neuerungen. So soll es diesmal einen Nebel des Krieges geben, sodass auch noch erkundet werden muss. Und das Kampfsystem soll überholt werden. Einzelheiten sind allerdings noch nicht bekannt. Aber offenbar möchte man eine direkte Steuerung der Einheiten ermöglichen. Anno lässt hier sicherlich grüßen. Zum Schluss dann aber noch ein echter Knaller. Tropico 5 soll erstmals einen Multiplayer-Modus erhalten. Bis zu 4 Spieler können dann eine Insel besiedeln. Und zwar gegeneinander oder auch in einem friedlich-diktatorischen Miteinander. Also, venceremos, compañeros. So, liebe Freunde, das war's mit dem Lagebericht Mai. Links zu allen Spielen findet ihr in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, es folgen hier in lockerer Formation Nachrichten, angespielt Videos und ähnliches. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über eine Bewertung oder einen Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Ich kann nicht alles beantworten, aber ich lese alles und berücksichtige vieles. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Steinwallen.